Hey ho, ihr lieben Zuschauer, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Paper Mario The Origami King, wo wir an einen sehr, sehr mystischen und magisch klingenden Ort gelandet sind, mit den drei Pergamenton-Tempeln irgendwie und naja, es steht wohl wieder eine Prüfung an. So, ich gucke mich aber erstmal nochmal ein bisschen hier um, alles was ich abgehen kann, gehe ich einfach mal ab. Ich frage mich, wozu das alles führen... Oh mein Gott. Sieh dir mal die Berge dort an, was für Tiere sollen das denn sein? Okay, das ist entweder halt ne, so ein Windpergamenton vielleicht, ne? Oder halt wirklich ein Eispergamenton. Ja, das sind irgendwelche, warte mal. Zwei Eichhörnchen, zwei Hunde? Oder vielleicht doch Hirsche? Nein, stopp, das sind zwei Bären. Stimmt, es sind Bären. Stimmt, doch. Ein klappt man so ein bisschen an den Ohren, ne? Lach nicht. Tiere zu erraten ist gar nicht so leicht, wenn man nur ihre Origami-Version kennt, okay? Und ziemlich kühl ist es hier auch noch dazu. Hey, ob das wohl Eisbären sind? Vielleicht treffen wir dort ja welche. Boah. Soll ich da echt hoch? Kann ich denn? Ich kann. Aber soll ich denn? Eispergamenton massiv. Okay, ich denke mal, wir müssen uns das aber erstmal verdienen, oder? Hey, guck mal, das ist wieder echtes Wasser. Okay, die Eisbären, wir sind da einfach chillen. Der Eispergamenton, geil. Okay, aber da darf ich doch bestimmt noch nicht hin, oder? Denkst du gerade dasselbe wie ich? Es ist so total kalt hier. Warum ist es denn so kalt? Ach so, ich weiß warum. Diese Kälte kann nur eins bedeuten. Das Eispergamenton muss hier irgendwo in der Nähe sein. Dann lass uns mal durch das Tor da gehen. Ich bin schon ganz heiß auf die Begegnung. War nicht so witzig wie... Na, wenigstens lachen die zwei Bärenstatuen. Ihr habt das hier mal wenigstens... ein freundliches Eispergamenton ist. Aber wartet mal, ich weiß irgendwie nicht. Ich will erstmal vielleicht die anderen Quests machen und so ein bisschen. Jetzt habe ich wieder zu viele Optionen auf einmal. Ich komme gar nicht klar. Ne? Weil eigentlich würde mich ja ein bisschen wundern, wenn hier König Olli irgendwie hier in diese versteckte Zone gekommen wäre, um halt das Eispergamenton halt auch irgendwie zu falten und böse zu machen. Würde mich wundern, aber naja, wahrscheinlich doch. Wird gar nicht weiter groß drüber nachgedacht. So, hier haben wir... Vielleicht ist es so ja hier, das... Eispergamenton? Ne, das wird, glaube ich... Feuer? Oh, erstmal chillen, Leute. Erstmal chillen. So, was sagst du? Hm? Willkommen, Reisende. Sucht ihr Pilze? Können sie hier erworben werden? Auch hier ist der Kapitalismus vorgedrungen, Alter. Wie ihr wünscht, sperrt uns bald wieder. So, Oliver, sagst du was zu der schönen Gegend hier? Setzt euch hin und macht eine Pause. Futtert was und trinkt eine Brause. Denn das habt ihr euch verdient. Okay, nee, Oliver sagt ja auch nicht, einfach nur, die Statue singt. Gut, okay. Vielleicht ist das hier so gar... Was ist denn das hier für ein komisches, quirliges Feld? Da sind auf jeden Fall vier Elemente drauf. Wow, schauen wir mal. Was ist das denn für ein abgedrehter Feldkreis? Ich fühle mich mit gewaltiger Energie durchströmt. Mario, hier können wir jede unserer Pergamentonkräfte einsetzen. Oder das hier ist... Wartet mal... Also vielleicht muss ich ja hier Wasserpergamenton gar nicht machen. Weil hier muss ich vielleicht das Eispergamenton machen, weil der See dann zufriert und ich dann rüber kann. Also lohnt es sich vielleicht doch erstmal das Pergamenton zu holen? Weil ich wüsste ja zum Beispiel gar nicht, wofür ich hier Feuer brauche. Ja. Aber das andere sieht aus wie ein Windpergamenton. Na gut, komm, gehen wir doch mal da win. Ich hole mir erstmal alle Pergamentons, wenn ich dann sowieso auf einem Gebiet bin, wo man alle eventuell einsetzen muss. Leute, eine Entscheidung wurde gefällt und getroffen. So, ich geh trotzdem mal kurz hier nochmal lang. Vor allem, ja klar, guck mal hier, ins Wasser kann ich ja nicht, dann wird das hier komplett steif gefroren, dass ich hier lang kann. Ach du meine Güte. Okay, fiese Krabben, die können aber nur links und rechts laufen, ne? Also schnapp ich mal schnell. Oh yeah, nochmal Kohle und Eisenbotten. Bin ich denn soweit gut ausgerüstet eigentlich? Ja komm, die kann ich nochmal anlegen. Supi. So, will ich die jetzt bebetteln, weil es sind blaue Krabben. Eigentlich Gegner, die auch sehr früh da waren. Also, jawohl, sind die tatsächlich auch schon mit einem Schlag down. So. Oh, diesen Schatz. Jetzt gerade geklingelt nach Schatz. Da muss ich mal ein bisschen gucken hier. Aha, was ist denn hier los? Achso, hier muss erstmal trotz alledem, glaube ich, ja, das Wasser eingefroren werden. Sonst kann ich das vorher vergessen. Na, komm mal her. First Strike. Dum-dum, 10 Damage. So, mach ich Feuerblume einfach drüber. Okay, was ist denn das immer für ein Quatsch? Drei Züge, also ich müsste irgendwie...
Ja, irgendwie müsste ich ja doch dafür sorgen, dass ich, glaube ich, irgendwie eine Lücke hier... Oder warte mal, ich mach mal den so. Ja. Dann, die vielleicht... Hier ist ja auch Quatsch. Das ist doch alles Quatsch. Was mache ich denn da? Düdüm, düdüm, düdüm. Ich würde ja gerne, dass da oben der irgendwie denn... Nee, der bringt alles gar nichts. Ach. Was ist denn hier? Soll ich jetzt Geld ausgeben zum Anfeuern der Toads? Nein, Mike, nicht auf jeden Fall. Ich habe ja noch Zeit, Leute. Vor allem sind die ja eigentlich schon fast in einer Reihe aufgestellt. Aber halt nur fast, ne? Nee, das ist irgendwie... Ich muss halt irgendwie da in der Mitte den einen da freikriegen. Wie geht denn das? Ohne, dass ich halt die anderen aus Versehen noch mit umdrehe. Das ist doch doof. Ich setze den mal kurz. Sind nicht dahin oder was? Oh, ich glaube, ich wüsste wie. Wartet mal, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, wie das gehen soll. Ah, nee, die kommen leider nicht wirklich nah zusammen irgendwie, dass man das halt so macht. Dass ich dann trotzdem eine Reihe habe und die dann da so reinschiebe. Wisst ihr so? Oder dann müsste ich die irgendwie... Oh nein, die Zeit, Leute! Verdammt! So, und dann vielleicht den hier so, ne? Und dann halt auch mal, den... So, nee, so ist komplett... Geht nicht, Leute, es geht nicht! Zeit abgelaufen. Jetzt total schwach. Also, Items. Feuerblume. Ja, der wird doch rinballern. Feuer! Yeah. Perfekt. So, und dann nochmal... Warum halten die Grünen eigentlich so viel aus? Macht da keinen Sinn. Und dann springe ich da einfach nochmal mit den Collarbotten einfach so rauf. Mario tritt in Action. Boom! Yeah! Yeah! Alter, krass. Ist schon 190 KP durch die ganzen Upgrades. Was macht der denn da jetzt? Was? Origami-Wurf. Ah, dadurch geht der aber down, ne? Abgeblockt. Jawohl. Der Schaden ist riesig. So, okay, das ist mal wieder einfacher. Jupp. Einmal so. Und dann kann man die ganz locker... So und, oh Mist. Doch nicht so locker. Was war das denn jetzt? Total ultra schlicht. Die sind alle schon angeschlagen, also, ach komm. Den Bock hier so Items zu verschwenden, das ist da irgendwie, weil die Kämpfe halt eh nichts bringen. Man will so die ganzen Sachen, obwohl bei Bossen wiederum bringen die Items ja auch nicht viel. Haben wir jetzt auch schon mehrmals mitbekommen. Origami-Wurf, yeah. Aua! Ja, trotz geblockt richtig viel Schaden. Kann ich mir ja gleich wieder auf die Bank setzen. Ach, was soll's. So, komm, hält aber nicht aus, oder? Ja, voll doch klar, hält er denn aus. Ach komm, was soll's. Wie gesagt, ich will eigentlich gar nicht Items einsetzen, weil irgendwie... Nö. Hui! Dass sie echt so viel aushalten und so viel Schaden einfach machen, obwohl ich jetzt nur Angriffsboost habe, ne, weil der letzte Gegner ist. Ich glaub's einfach nicht. Wow. 21 Damage. Tot. So, wieder ein bisschen schön viel Cash. Obwohl, hätte mehr sein können. So, was ist denn jetzt hier mit den... Hier soll irgendwo ein Schatz sein. Warum klingelt das hier? Also ist das hier, glaube ich, irgendwann wieder ein Ausgang, ne? Das war so eine typische Platte, die man von der anderen Seite dann umkickt, um da rauszukommen. Na gut, gehen wir mal rein. Gehen wir mal rein. Okay, aber natürlich, wenn es hier Origami-Gegner gibt, dann war Olli auch hier und hat ein Origami-Pergament und erschafft. Ja. Okay, gut, ich kann hier ganz nochmal langrutschen, ist doch schön. So. Zum Glück sind die Krabben sind ja zum Glück echt kein Problem mehr. Flups. Die sind sowieso sofort down. So. Mache schöne Schnipsel. So. Swing. Da liegt sogar noch mal ein bisschen Cash rum. So. 1000. Yeah. So. Auch platt gemacht. Swing, swing, swing. So. Was soll das da? Soll ich da irgendwie... Kann ich da irgendwie die Platte irgendwie da hinschieben, dass ich den Block da erreichen kann? Bestimmt, oder? Wartet mal. Ich... Ach, so geht das! Man prallt dann davon ab. Okay, gut. Aber jetzt, okay, und einfach nochmal, dann geht er schon down. Und ansonsten, große Übersicht, hier ist soweit nichts weiter. Na gut, gehen wir mal weiter. Ach, das finde ich aber auch schön. Denn so eine Rutschrätsel jetzt oder was? Na, damit doch habe ich Bock drauf. Die strengen ja immer richtig das Köpfchen an, ne, Leute? Swoop! Perfekt. So, du bist tot. Du bist auch tot. Flupp, nein, du noch nicht ganz. So, jetzt aber. Schnipsel, guck mal alle her.
Soll ich anscheinend diese Platte hier, kann ich die noch benutzen? Nö. Dann soll ich wohl diese Platte da oben reinbringen. Okay, ist ja noch kein Problem. Hier kann ich ja bloß einmal schön im Kreis rutschen. Ui, und dann komme ich ja ganz genau dahin. Wow. Bui. Yeah, yeah, yeah. Tja. Cool. Wo bin ich jetzt? Ist das optional? Da ist schon ein Speicherblock. Soll ich... Moment mal. Ich habe ein bisschen Angst. Der kann doch nicht schon jetzt... Das geht doch gar nicht. Hey, du da oben, wäre es zu viel verlangt, nicht so herumzutrampeln? Ein richtig krasser Oberhammerwerfer. Okay, gut, wir müssen zuerst den Platz machen. Oh, und er hat jetzt sogar eine Abkürzung, dass ich nicht nochmal einen ganzen Raum zurück muss. Ist doch schön. Ich gucke natürlich trotzdem nochmal, ob ich, nee, halt, hä? Hier geht's ja gar nicht dahin. Wartet mal, dann muss ich doch nochmal. Sorry, ups. Hä? Hier ist auch noch wohin. Okay, hier klingelt's und hier ist ein Schatz. Ja. Oh, KP plus 5. Sehr schön. Geil. Bitte nicht mal wieder voll geheilt. Ja, seht ihr, Leute, das ist ein Ding. Sehr schön. Aua. So viel zum Thema voll geheilt. Das ist ein bisschen rutschig. Oh. Okay, so, warte mal. Ich muss kurz gucken. Das sieht nach einem alternativen Gang hier aus. Ich muss alles wissen. Okay, alles klar. Schnipselvolumen wieder erhöhen. Bisschen Cash machen. Hier sich freuen. Und das hier sieht aber aus wieder wie so ein Teil, was von der anderen Seite aufgeht. Also ist das vielleicht irgendwann auch mal so eine kleine Rückgangroute? Wir wissen es nicht. Es wird sich aber aufklären, denke ich mal. Eispergament dort. Ach Mann. Bin schon gespannt. Uff, was wir damit machen können. Aber ich schätze einfach mal wirklich Wasser gefrieren und dann haben wir halt einen Weg. So. Alter, voll abgesmashed. Von richtig weit weg. So, okay, komm jetzt her, du Sau. Ich wollte eigentlich First Hit machen, aber da kommt lieber die Scharritschlacht. So, wenn das ernst viele Eistypen sind, dann muss ich echt mal mit Feuerblumen machen. Okay, was soll das denn jetzt? Ich mach erstmal so. Habe ich schon mal eine gute Reihe voll. Und dann, ach ja, aber ich habe da noch zwei Züge. Jetzt natürlich... Alter, und er hat einen Faltkreis. Okay, dann kann ich den richtig geil wegballern. Und dann weg die hier herhole. Nee, das ist natürlich ja... Was, ja und denn? Bringt doch gar nichts. Mensch! So, wenn ich jetzt das so drehe, ist es denn so, dass, die dann doch wieder eine Reihe ergeben? Natürlich nicht. So, den müsste ich aber... Komm, die Krabbe kann nichts. Den müsste ich jetzt zuerst loswerden. Andere ist total schlecht. So, da kann ich eine Feuerblume hinwerfen. Mach ich gut gleich mal. Weil ich hab so viel. So, dann bleibt vielleicht nur die Krabbe übrig. Yeah. So. Was war ich jetzt mit dem, der den ollen Kreis da hat? Was soll ich denn da? Ich kann nur springen, Leute. Ich muss die Kolorbotten nehmen. Wollt mal, das sind ja Krabben. Wartet mal, dann Eisenbotten. Ich hab Angst, dass ihre Scheren, weil die nach oben ragen, mir wehtun können. Boom, boom, yeah, yeah. Was macht der da jetzt? Hat er voll angeworfen. So, bring es zu Ende. Na, dann ist die zweite Schar, ist ja dann, ne? Die wird ja dann durch Pergamacht einfach down gemacht. Hua, boom. So, letzte Scharenschlacht. Oder doch nicht? Hä, wo ist das Ding hin? Ordne den Gegner an. Das ist einfach weg. Okay, das ist natürlich fies. Warte mal, wenn ich das hier so mache? Das bringt nix. Ach, Mann. Das ist irgendwie alles so... Das ist irgendwie alles so ein bisschen, ne? Viel zu tricky. So, aber komm. Nochmal eine Feuerblume schön. Total schlecht. Aber war ich echt nicht schnell genug für den... Für den Eulen... Pergam-Ring oder was? Und den du. Zuerst mal die wieder alle killen. Schön die Reihe auswärzen. So, machen wir mal Item-Einsatz. Flups. Alle sind sie tot. So, ich habe noch eine Aktion. So, leider würde das hier ja der Grüne überleben. Also machen wir einfach mal.
Die Glitzerfeuerblume. Kommt die mal zum ersten Mal zum Einsatz. Cool. Ups. Boah, das wie Mario leuchtet. Sehr schön. Flups. So. Jetzt sind wir nochmal. Ach komm, einfach nochmal so hier rinballern. Ich muss die Items echt mal einsetzen. Ich neige schon wieder dazu, mir die viel zu doll aufzuheben. Und ich schätze halt wirklich, dass in normalen Kämpfen, in normalen Bosskämpfen, das halt echt nur springt. Da ist ja auch der normale Sprung einfach der effektivste. Irgendwie so macht immer gleich viel Schaden. Ups, aua. Von daher ist das okay. So, komm, mit Angriffsboost mach ich den jetzt platt. Boom, yeah. Boah, war das nicht cool. Alter, so cool, dass ich sogar 1000 Münzen dafür bekommen habe. Mit einem Fallkreis, ja, natürlich soll ich mir jetzt selber eine Brücke da runterkloppen, ne? So, natürlich, alles klar, zack, und let's go, Mario! Boom! Perfekt. So, ich weiß nicht, soll ich einfach mal runterspringen? Yay! Yeah. Es war klar, dass das war ein Fehler. Warum will ich auch immer Leap of Fate machen? Ich weiß nicht. So, das ist nochmal ein ein Faltkreis. Wow, ups. Jups. So, erstmal speichern. Speichern, bitte! Oh, bei den Zähnen gefriert einem ja das Blut in den Adern. Der könnte uns eiskalt verschlingen. Na, müssen wir hier weiter in das Maul des Bären? Dafür sehen die Zähne ja ziemlich undurchlässig aus. Die müssen wir mit einem Faltkreis ja noch einschlagen, wie es aussieht. Erstmal absaven. Ja, hier fehlt eine Platte. Okay. Moment, schau doch mal hier auf den Boden. Das kommt dir doch auch bekannt vor, oder nicht? Das scheint ein halber Faltkreis zu sein. Wer würde ein so wichtiges Zeichen nur zur Hälfte fertig malen? Aber mein Hammer ist doch eigentlich mega stark. Warum kann ich den nicht einfach... Okay, wir müssen weiter. Ist hier noch ein Alternativweg? Wow, und jetzt einfach aus einer Rutsche. Oha. Jupp, hier kommt dann die Eisplatte, die wir da brauchen. Da muss ich hier... So ein schönes Schieberätsel. Schätze ich mal, kommt bald. Yeah, erstmal Heilung. So, ist ja was, hier ist nur Heilung? Sonst nichts? Ich muss da irgendwo... Achso, ich kann ja, ich rutsche ja nicht mehr runter, alles klar. Boing. Boing, aufpassen, falls irgendwelche Löcher sind. Auf dem Boden, nicht nur an der Wand. Tada! So, machen wir erstmal hier den Weg frei. Ich glaube nicht, dass ich was übrig lassen müsste. Vielleicht kann ich es mir so einfacher machen, klar. Bum, 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 weil ich ja weiß, dass ich mich hier durch Abpralltechnik fortbewege. Ist vielleicht sehr wirklich wichtig, dass ich jetzt... Also jetzt könnte ich ja, es halt gerne den Weg frei, ne? Und könnte das einfach... Vielleicht meinte du einfach mal... Weil, ne? Erstmal das hier halt einfach abschließen. Boom! Hä? Ach, so ein Mist. Na gut, okay. Schon nicht dran gedacht, weil ich unbedingt das Loch zumachen wollte. Toll. Dafür musst du jetzt leiden, du Krabbe! So, hier kann ja immer noch ein Loch irgendwo drunter sein. Mal kurz gucken. Kein Loch, sondern ein Gegner. Boah, wie richtig viele wieder. Düdem, düdem, bum, bum. Bam, bam. Ich muss aber echt sagen, also das Anordnen, Olivia hat schon recht gehabt, das wird echt immer schwieriger. Ah, diese olle Anordnen immer, ey. Düdem, düdem, düdem. Warte mal, ich mach mal einfach so. Ja, dann mache ich hier raus schon mal eine schöne Gruppe. Und, ich glaube, ich hab's sogar. Das ist bestimmt der ideal gewollte Weg. Ja! Toll angeordnet, Mario. Richtig toll. Super klasse. So, Kolohammer. Dem richtig hier Stacheln auf den Rücken, ey. Au je. Excellent. So, dann haben wir es noch nicht kaputt. Also gleich nochmal. Schön alle vier wegballern. Spitze. Schlachtbonus. Okay. So, dann müsste ich mir irgendwie echt halt so einen super Weg da raussuchen. Wow, na komm her. So ein super Weg, wie ich da am besten gegen alles gegenschlage. Kann ich eigentlich auch schräg schlagen? Natürlich nicht. Das wäre ja zu einfach. So, auf dem Boden natürlich auch nicht. Nee, ich brauche zwingend eine Wand. Oh, warte mal, oder vielleicht? Boah, okay, beim Wegcruisen geht's, aber toll. Ist jetzt trotzdem nicht unbedingt so toll. Okay, warte mal, hier kann ich aber abpassen. Na, so ein bisschen zumindest, ne? Alter, muss ich jetzt echt so richtig passgenau da durchsliden? Wie mache ich denn das jetzt?
Oh, das heißt, sie so versaut. Okay, warte mal. Ich guck mal, ob ich das resetten kann. Wenn ich einfach mal kurz hier rein und wieder rausgehe. Ich glaube schon, dass ich es resetten kann. Ja, also ich weiß ja ungefähr, welchen Weg ich brauche. Ich muss dagegen schlagen. Dann habe ich da noch eine Wand. Also ich glaube eigentlich, wenn ich von unten hier gegenlaufe, sollte das eigentlich klappen. Oh, sag bitte nicht, dass jetzt jedes Mal ein neuer Gegner drin ist. Also ich müsste... Ach nee, warte mal, nee, wie kann ich denn... Ich muss aber, glaube ich, hier, oder? Also wenn ich jetzt hier so bin, ist das nicht denn so ja schon? Das ist es doch, Leute. Ja, flups, wir haben es geschafft. Ja, wow. Boah, das ist, da ist er ja, der Rest des Faltkreises. Wo kommt der denn jetzt her? Hat er sich etwas selbst vervollständigt? Na, das ist von Mario. So, mal gucken, ob ich jetzt echt noch die Zähne einschlage. Dann würde ich speichern und den Part erstmal wieder für heute hier beenden. Gut geschafft. Oder an der Nase? Oh, wie traurig er guckt. Voll auf die Nase gehauen. Oh, wow. Okay, Leute, eine schöne Glitzereisblume kriegen wir da. Aber wie gesagt, das machen wir erst im nächsten Part. Gehen wir weiter, schauen wir, wie groß der Tempel hier noch wird. Was uns denn noch alles erwartet? Und ja, das Eispergament, das ist echt ein Bär. Oh Mann, da steht mir schon wieder ein richtig übler Kampf ins Haus. Ciao, ciao.